Netzquark und willkommen zur nächsten Runde The Hunter Call of the Wild. Wir klettern hier gerade den Berg hoch. Ja, ist sehr rutschig, aber ich hoffe mal, wir schaffen das. Unsere heutige Aufgabe ist es natürlich, weiter Richtung Rinderlandschlucht zu kommen, um dort die ersten Wiesens zu sehen. Ich bin super gespannt. Sind ja große Tiere, schwere Tiere. Und ob unser Gewehr langt, ob wir welche zu Gesicht bekommen, hoffe ich, wird sich die Folge zeigen. Na, wir sind jetzt erstmal hier oben. Da vorne ist der Point of Interest. Kommen wir hin. So, wir sind gleich da. Bin ein wenig stolz, was wir geschafft haben, hier die Schräge hoch zu klettern. Nicht außen rum zu laufen. Und das, obwohl es geregnet hat, das war sehr glatt. Aber kein Problem für uns. Fliegen viele Vögel und da sind noch ein paar richtig hohe Berge. Wollte nur gerade mal schauen, ob wir hier zufällig irgendwie eine Aussichtsplattform erkennen, aber nee, nicht wirklich. Das ist mal kein Hochsitz, das freut uns sehr, denn das gibt uns Erfahrung. Und wir haben einen neuen Fertigkeitspunkt. Sehr schön. Da würde ich doch direkt sagen, griechischer Verfolgungskrieg wird noch schmaler und du siehst Spuren aus noch größerer Entfernung. Informationen zum ungefähren Gewicht eines Tieres, wenn du Fußspuren untersuchst, und zu seiner Fellart bei zerwühlter Vegetation. Gewicht des Tieres finde ich geil. Machen wir. Weil, einfacher Grund, wenn wir das Gewicht des Tieres, beispielsweise bei einem männlichen Dammhirsch jetzt, bei unserem Beispiel, wissen, können wir schon abschätzen, ob das Tier etwas älter ist oder ob es ein jüngeres Tier ist. Und wir brauchen ältere Tiere, das heißt, die wiegen immer so um die 80 Kilo rum. Glaube ich, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Um die 60 oder um die 80? Eins von beiden. Und danach können wir halt schon ausmachen. Ist das Tier jünger? Brauchen wir gar nicht das verfolgen und ein Foto zu machen, weil es soll ja eine hohe Trophäenwertung haben. Ist das Tier schwerer und demnach älter, dann ab auf die Jagd. Das ist gut. Kommt wieder der Nebel. Oder ein paar Wolken, die hier irgendwie an der Bergkuppe hängen bleiben. Aber sieht auch sehr schön aus. Das ist generell, das Spiel ist einfach, das ist schon eine Augenweide. Muss man einfach mal so sagen. So, wir machen jetzt also ausnahmsweise mal gar keinen Cut. Laufen gerade ein paar Meter die da runter. Ist gerade über die Straße rüber. Ist nicht weit. Ein Wiesent. Ein Wiesent. Alles klar. Da ist es. Holy fuck. Ein umherziehendes Wiesent. Wir nähern uns langsam der Hauptquest. War mir nicht bewusst, dass es auf der Karte auch Wiesens gibt. Ich meine, okay, als wir die Quest bekommen haben, ja, musste ja, aber davor war mir das nicht bewusst. Ich bin mir nur absolut nicht sicher, ob unser Gewehr aktuell ausreicht, um ein Wiesent zu erlegen. Das würde ich aber super gerne mal testen. Das hier sind die Spuren von dem Wiesent. Das ist mal ein Brunftschrei. Mich interessiert, wie die Hufabdrücke aussehen. Alles klar. 765 bis 920 Kilogramm. Bist du des Wahnsinns? Das Ding ist ein Monster. Ja, und wir müssen natürlich jetzt erstmal versuchen, dieses einzelne Wiesent zu erlegen, bevor es weiter zum nächsten Point of Interest geht. Und der Regen ist so laut, dass ich mich selbst nicht mehr höre, Alter. Aber das soll ja so sein. Noch ein Wiesent. Wo ist es? Da.
Da haben wir ausnahmsweise mal nachgeschossen. Das ist das Tier hier. Du kommst jetzt aber nicht auf uns zu, oder? Das Ding ist verrückt! Das Ding ist verrückt! Das ist crazy! Holy Mother of God! Nicht tödliche Treffer, aber es ist tot. Alter Schwede, das Ding ist verrückt! Gebt euch das Vieh! Schön mit Haarschmuck. Alter, was ein Monster! Gut zu wissen, dass Wisents aggressiv werden und auf uns losgehen. Muskel, Schulterblatt rechts, Muskel, Magen, Muskel, Brustwirbelsäule und nochmal Muskel. Nicht das Beste, Ethikbonus trotzdem 100%. Alter, das war der Nackenschuss mit dem Bogen. Holy shit. Holy shit. Alter, wir brauchen unser anderes Gewehr für die Wiesentjagd. Wir müssen definitiv hier erst noch einen neuen Aussichtsposten finden. Ja, wir gehen jetzt hier noch zu dem Punkt, dann hier einmal aufdecken. Wir brauchen einen neuen neuen Außenposten, damit wir nochmal shoppen gehen können. Zum einen haben wir für dieses Jagdgewehr kaum mehr Munition und wir brauchen wieder das andere. Beziehungsweise müssen wir uns generell nochmal die ganzen Gewehre anschauen, weil wir merken ja, dass sie jetzt vielleicht gut für kleinere Tiere auf große Distanz. Und unser Geld wird auch immer mehr. Aber wirklich für die Großwildjagd ist das nicht geeignet. Leider nur ein Hochsitz. Nicht weiter schlimm. Dann machen wir einmal so und sehen uns bei dem Aussichtspunkt wieder oder natürlich, wenn in der Zwischenzeit was passiert. Leute, da vorne haben wir das nächste Wisent gefunden. Aber das ist mir eigentlich jetzt... Oh Leute, da hängt ein Fuchs. Wo haben wir nicht was haben wir getroffen? Schießen wir drüber oder was? Haben wir jetzt die Quest? Oh Leute, haben wir die Quest jetzt? Rotfuchs mit dem Bogen. Warte. Erlege einen Fuchs mit einem Bogen mit 60 Pfund Zugkraft. In Spreeberg. Warum steht es denn? Ach hier, geh nach Spreeberg. Ja. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich hab echt gedacht, jawohl, wie geil. In Spreeberg. Alter, die Viecher sind auch noch schnell wie Sau. Ah, wie ärgerlich. Hier in Spreeberg müssen wir das machen. Wir rennen weiter.
sehen uns beim Aussichtspunkt wieder. Okay. Sollen wir es riskieren? Hier läuft direkt ein Wiesent auf uns zu. Okay, nein, es rennt weg. Okay. Alter Schwede. Ich habe ein bisschen Angst umzingelt von den Tieren hier. Das ist schon mal ein ganz anderes Kaliber. Alles klar. So, wir sehen uns gleich. Oh, das war ein Warnruf von einem Rothirsch. Ach nee, es musste aber ein Damm hier sein für das Foto, ne? Schade. Aber das Gebiet hier gefällt mir auch richtig gut mit den riesen Wiesent, dass hier auch die Rothirsche wieder sind. Sehr schönes Gebiet. Wir sind fast da, müssen jetzt hier gleich einbiegen und dann hier einmal so ein bisschen Feldweg entlang. Aber das bekommen wir hin. Wir sehen uns dann gleich oben wieder. Und das war wieder ein Brummschrei von einem Wiesent. Aber hoffe natürlich, dass wir einen neuen Außenposten aufdecken. Das wäre natürlich optimal. Jetzt haben wir gerade die Hütte gefunden und ich habe gehofft, dass das vielleicht sogar ein Außenposten war. Also wir sind gerade ein paar Schritte noch weiter. Aber das scheint keiner zu sein, leider. Trotzdem haben sie hier erstmal direkt ein schönes Geschenk vor die Tür gelegt bekommen. Alter, diesen Wiesenthaufen, das ist schon ordentlich viel Scheiße. Praktischerweise können wir hier tatsächlich abkürzen und einfach quer hochlaufen. Da hat erstmal ein Wiesent wieder einen ordentlichen Haufen gelegt. Wir müssen jetzt nur hier irgendwie hoffentlich erfolgreich den Berg hochklettern. Und da ist schon der Außenposten und wir haben uns mega den Weg gespart, weil wir einfach direkt hier straight hoch sind. Haben gerade noch Rothirsch-Futtergebiet entdeckt. Das ist schon mal super nice. Und hier haben wir den Aussichtspunkt. Da hinten noch ein Point of Interest. Gehen wir auch direkt hin. Aber erstmal eins nach dem anderen. There's more to see in Tichenau, apart from Bandari's successful bison population. The Rindeland Gorge is a majestic natural landmark. Worth a visit. Ja, nice. Wir haben einen Außenposten. Okay, den Punkt nehmen wir noch mit, weil er so nah ist. Und dann sehen wir uns am Außenposten wieder. Denke, das dürfte dann auch das Ende der heutigen Folge sein. Aber das war doch wieder super erfolgreich. Okay, das ist nur ein Hochsitz. Sehr schade. Aber wir gehen den Berg runter. Da wieder so ein Riesenfladen. Wenn du da reinstampfst, ist erstmal der Schuh weg. Wir gehen zum Außenposten und ich bin gerade mega happy, dass wir einen Außenposten haben. Werden die zwei Punkte noch mitnehmen, werden Hochsitze sein, gehe ich stark von aus. Und sehen uns dann am neuen Außenposten wieder. Da, das sieht schon cool aus, wenn man hier so eine ganze Herde Wiesent sieht. Da mag man schon nicht mal zwischen reinschießen, da kriegst du ordentlich auf den Sack. Dann guckst du ganz blöd aus der Wäsche. Und die sind tatsächlich genau dort, wo wir gerade hinwollen, bei dem nächsten Aussichtspunkt. Aber wir müssen nicht ganz so nah hin und ich glaube, sofern wir sie nicht anschießen, hoffe ich zumindest, dass sie dann auch wegrennen und nicht aggressiv werden. Warnruf von einem Rothirsch, der dürfte gar nicht allzu weit entfernt sein. Wir wollen nur gucken, dass wir hier das als Hochsitz deklarieren können. Ja, haben wir. Da sind die Wiesent. Alter Verwalter. 6 Stück. Nicht schlecht. Jetzt noch da unten. Und hierhin. Und dann haben wir es für heute durch. Also bis gleich. Leute, guckt euch das mal noch an unterwegs. Guckt euch diese Herde an. Ist das nicht nice? Ist das nicht nice? Ey, es ist einfach so cool, wenn man hier einfach durch die Gegend läuft. Und auf einmal hörst du so irgendwo Schritte, guckst rüber und siehst so eine schöne Herde da lang stampfen. Sehr majestätisch.
beängstigend. Also wir haben einen neuen Codex-Eintrag gerade uns geholt und da unten treibt die Herde ihr Unwesen. Beziehungsweise, ja, chillt. Und das ist einfach so geil. Das ist einfach so nice. Ohne Witz, das gefällt mir richtig gut. Wir müssen nur noch hier rüber. Ist nicht weit. Dann nehme ich euch noch mit, da quatschen wir noch ein bisschen. Und ich hoffe natürlich, dass euch nach wie vor die Folgen in Hunter gefallen. Es sind immer unterschiedliche. Gerade jetzt, weil ich wirklich mit Zeitdruck so ein bisschen vorarbeiten muss. Aber jetzt den Tag heute knapp 9 Stunden der Hunter aufgenommen. Muss morgen noch 3 Folgen aufnehmen, dass ich alles fertig vorproduziert habe. Und das heißt dann auch noch knapp in etwa 8 Stunden Videos schneiden. Das heißt, es ist noch einiges an Zeit, die da. Nee, mehr. Es sind mehr als 8 Stunden. This is Tichenau. You should look around 12 Stunden. For Bison Tracks. Bison Tracks? Da hinten sind mehr als genug Wiesens. Mach mal keinen Stress, liebe Conny. Auf jeden Fall hier der Außenposten. Und ja, ist noch viel Arbeit. Deswegen, ich hoffe, dass man den Stress nicht unbedingt merkt. Aber ich möchte auch generell in den Folgen ein bisschen weiter vorankommen. Ja, jetzt sind wir hier auch im Gebiet der Wiesens mal was Neues. Und deswegen halte ich mich oder versuche mich nicht zu sehr aktuell an so Kleinigkeiten aufzuhalten. Und Tieren hinterher zu jagen, die es nicht sonderlich viel weiterbringen. Such magnificent creatures. Bandari has worked miracles on the population size. We have to employ hunters like you to ensure it doesn't expand too quickly. You might say we've got a bull market on our hands. Ja, da wird der Jäger, Alter, angeschafft, um gegen die Überpopulation anzukämpfen. Neue Außenposten. I like a lot. Schnellreise und Einrichtung verfügbar. Wir gehen gerade noch in den Shop zum Abschluss. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Hilft mir ungemein weiter. Und geht ruckzuck. Ist nur ein Klick. Und ansonsten natürlich würde ich mich wieder über Kommentare freuen, über Tipps, über Sachen, die ich vielleicht falsch mache, besser machen kann, was auch immer. Wir haben hier noch, also erst nochmal der Vergleich. Ja, Präzision, na. Hier steht leider nicht dabei, was für eine Durchschlagskraft das an sich hat. Ja? Deswegen habe ich auch gedacht, okay, das ist doch das Beste. Ist doch logisch. Das hat ja hier, ne? Schön, dass das mehr Rückstoß hat. Okay, wenn es mehr Rückstoß hat, heißt auch, dass es mehr Wumms hat. Das heißt, das hat noch mehr Wumms als die Ranger. Die hat ordentlich mehr Wumms. Das hier ist mehr so eine Shotgun. So sieht es zumindest aus. 1583 Punkte. Oh ja, das heißt Rückstoß ist das, was wir wahrscheinlich brauchen. Das wird wahrscheinlich... Ja, 1925 bräuchten wir. Für das. Die Nachladezeit ist hier natürlich höher und es kostet 36.000. Ich tendiere tatsächlich dazu, dass wir uns die Huntsman kaufen. Einfach weil die schon eine ganze Ecke besser ist. Und Präzision 0, das heißt ja nicht, dass sie ungenau ist. Aber dass es halt nur einmal richtig schießen kann sozusagen. Würde ich jetzt so deuten. Ich würde, glaube ich, wirklich die Huntsman kaufen und dann warten, bis wir die Rangemaster uns holen können. Wäre zumindest, glaube ich... So, der Plan. Aber das entscheide ich noch nicht jetzt. Das entscheiden wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, den Däumchen nach oben nicht vergessen. Wir schauen nochmal kurz bei den Visieren rein. Hier gibt es dieses Tritium-Visier. Aber das ist ohne Scope. Ja. Hier kommen wir dann zu dem Scope. Kostet 12.000. Ob wir das brauchen, ist eine Frage. Ich glaube, da macht wirklich, gerade jetzt bei den Visents, das neue Gewehr mehr Sinn. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Hier haben wir übrigens neue Lockpfeifen.
Das ist mal gut zu wissen. Ein verletztes Rehkitz. Ach so. Ich verstehe. Eine Geweihrassel. Innovative Rassel ahmt das Geräusch aufeinanderprallender Geweihe nach. Dies kann aggressives Dammwild anlocken. Alles klar, nice. Hier haben wir also definitiv auch noch was, wo wir nach Ausschau halten müssen. Leute, wir müssen uns definitiv Duftstoff haben wir noch. Hier noch neue Kleidung. Tarnoutfit. Ei, 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 ei. Da gibt es ja noch einiges, was wir mit Entfernungsmesser sogar... Okay, Leute, es geht gut voran. Wir sehen uns nächste Folge. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Schreibt uns in die Kommentare. Haut rein, macht's gut. Und ciao. Euch hat's gefallen, ihr möchtet mehr sehen, dann links oben Kanal abonnieren. Links unten gibt's geilen Merchandise vom Kanal, von anderen Leuten. Und rechts seht ihr zwei andere Videos. Könnt ihr gerne anklicken, reinschauen. Spaß haben. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.